Hallo und herzlich willkommen zu diesem praktischen Aufmerksamkeits- und Bewusstseinstraining. Es geht im Grunde einfach darum, selbstbewusster zu werden. Wie es schon so schön in den uralten Sufi-Weisheiten heißt, der Mensch braucht im Prinzip nichts zu lernen, sich nur wieder an eins zu erinnern, an seine Bewusstheit. Also zu lernen, selbst wieder die Macht über unsere Aufmerksamkeit zu übernehmen. Selbst zu bestimmen, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit sind. Und die nicht einfach so unbewusst durch die Gegend ziehen zu lassen. Denn normalerweise ist unsere Aufmerksamkeit so im Einsatz, dass sie überall ist. Nur nicht da, wo wir sie gerne hätten. Im Grunde so wie ein wild gewordener Feuerwehrschlauch, den wir einfach in den Garten legen und dann das Wasser aufdrehen und der da wie ein Verrückter durch die Gegend turnt. Mal hierhin, mal dahin. So verhält sich eigentlich unsere Aufmerksamkeit. Das kann jeder leicht ausprobieren, indem er einfach mal 5 Minuten beobachtet, wo er so mit seinem Denken, also mit seiner Aufmerksamkeit ist. Das geht von Höchstgen nach Stöckskin. Das ist auch ganz logisch, denn wenn die Aussage der Wissenschaft stimmt, dass wir mindestens 60.000 Gedanken am Tag denken, dann drehen die sich ja nicht immer um das gleiche Thema, sondern um viele, viele, viele verschiedene Themen. Und wer entscheidet, wo wir gerade mit unserer Aufmerksamkeit sind? In der Regel jeder, nur nicht wir selbst, ganz bewusst. Wir haben alle verlernt, beziehungsweise ist es uns abtrainiert worden, unsere Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Doch Aufmerksamkeit ist Schöpferkraft. Das, was ich beobachte, wird mehr. Das kann jeder ausprobieren, wenn er anfängt, einfach mal rote Autos zu beobachten. Dann wird er immer mehr sehen. Dieses einfache und dennoch sehr, sehr wirksame Training, was ich dir gleich vorstelle, kannst du praktisch machen. Und es ist, um mit dem Bild des Feuerwehrschlauches im Garten, der da wahllos irgendwelche Blumen gießt, so, als würdest du wieder selbst den Feuerwehrschlauch in die Hand nehmen und könntest dir ganz bewusst überlegen, welche Blumen du gießt, welche Blumen in deinem Garten wachsen sollen. Denn wenn ich den Feuerwehrschlauch nicht wieder selbst in die Hand nehme und selber entscheide, welche Blumen gegossen werden, nun, dann wird er einfach auch viel Unkraut mitgießen und dann wird das wachsen. Die schönen Blumen in unserem Garten sind unsere Wünsche, unsere Ziele, also das, was wir wollen, was wir gerne in unserem Leben haben wollen. Und das Unkraut, das ist eben das, was wir eigentlich nicht in unserem Leben haben wollen. Aber eben unbewusst ständig mitgießen. Dieses Training zur bewussten Lenkung der Aufmerksamkeit besteht aus 4 Schritten. Und der erste Schritt ist ganz einfach. Ganz bewusst innerlich Stopp zu sagen. Und sich für die nächsten paar Minuten ganz bewusst Zeit nehmen für diese kleine Übung. Das geht aber schon nach ein paar Tagen Übung sehr, sehr schnell. Und der ganze nachfolgende Prozess läuft völlig unbewusst ab. Ausgelöst durch das Stopp. Vielleicht machst du auch noch ganz bewusst einen tiefen Atemzug, bevor du beginnst. Weil auch dieser Atemzug später als Trigger dienen kann, um den dann ins Unterbewusstsein abgesackte Prozess anzuwerfen, der dann ganz automatisch abläuft. Ist wie beim Autofahren, da machst du heute auch eine ganze Menge Dinge völlig unbewusst, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, die du am Anfang erstmal einüben musstest, so lange bis sie ins Unterbewusstsein gesackt sind. Nachdem du also ganz bewusst Stopp gesagt hast, stellst du dir eine ganz einfache Frage. Wo, bei was ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade? Nicht bewerten, nicht beurteilen, sondern einfach feststellen, ah, da bin ich mit meiner Aufmerksamkeit. Also völlig neutral, denn es kommt ja darauf an, sich diesen Prozess einzuüben, damit er dann unbewusst ganz automatisch und immer schneller abläuft. Dann stellst du dir die zweite Frage. Wo könnte meine Aufmerksamkeit jetzt überall sein? Denn jetzt, wo du bewusst Stopp gesagt hast, kannst du natürlich frei wählen, wo du deine Aufmerksamkeit gerne hingeben möchtest. Wo könnte ich sie jetzt bewusst hingeben?
Wohin könnte meine Aufmerksamkeit immer wieder gehen? Dann stelle ich sehr schnell fest, dass es im Grunde unendlich viele Möglichkeiten gibt, wo ich mit meiner Aufmerksamkeit sein könnte, wo dann meine Energie hinfließen würde, damit auch dann das wächst und in meinem Leben mehr wird. Und ich bin jetzt völlig frei. Ich könnte meine Aufmerksamkeit auf alles Mögliche fokussieren. Kann ich mir frei wählen. Und ich bemerke auch sehr schnell, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, dass ich mich unbewusst völlig rigide an irgendwelchen Fixierungen orientiere, die unbewusst in mir ablaufen, die ja meistens mit Problemen, Katastrophen und unangenehmen und allen möglichen negativen Mist zu tun haben. Und nur, weil ich die mal irgendwann gelernt habe, die ins Unterbewusstsein abgesackt sind und jetzt völlig automatisch ablaufen, wie halt beim Autofahren. Nochmal, weil es wichtig ist und wir alle diese unangenehmen Konditionierungen gelernt haben, wir beobachten einfach ganz neutral. Keine Bewertung, keine Beurteilung, nichts. Einfach mal sehen, was so auftaucht. Und wenn du dich dann für dich lange genug mit dieser Frage befasst hast, das merkst du ja, denn es muss für dich passen, dann gehst du zur dritten Frage über. Und die lautet, wo hätte ich im Grunde meine Aufmerksamkeit jetzt viel lieber? Und zwar im Vergleich zu dem, wo du völlig unbewusst mit deiner Aufmerksamkeit warst, bevor du mit dieser Übung angefangen bist. In der Regel stellt man dann fest, oh Mann, ich wäre mit meiner Aufmerksamkeit im Grunde viel lieber ganz woanders gewesen. Aber jetzt kannst du dir das ganz bewusst aussuchen. Wo wärst du jetzt am liebsten mit deiner Aufmerksamkeit? Was würde dir gut tun, wenn du auch mit deiner Aufmerksamkeit da wärst? Was wäre gut für dein Leben, wenn du jetzt da die Energie hinfließen lassen würdest? Und dann lass sie einfach dahin fließen. Sei mit deiner Aufmerksamkeit bei dem, was du gewählt hast. Und genieß das schöne Gefühl, dass du jetzt ganz bewusst mit deiner Aufmerksamkeit auch da bist, wo du es gerne hättest. Weil es dir ja spürbar gut tut, wenn du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit ganz bewusst bei einer schönen Sache bist, die du auch gerne in deinem Leben willst. Also wenn wir unbewusst bei irgendwelchen Sachen sind, die wir nicht wollen, denn das kostet nur Kraft. Und wie gesagt, das Umschalten geht sehr, sehr schnell, wenn du diesen Prozess einmal eingeübt hast. Und damit ich mich beim Einüben im Alltag auch daran erinnere, gibt es einen ganz einfachen Trick. Nimm dir einfach eine Schnur, mach drei Knoten rein, die dich an die drei Fragen erinnern, und spiel den ganzen Tag damit rum. Dann wirst du oft genug daran erinnert, diese kleine Übung zu machen. Und es geht ja immer schneller. In der Neurobiologie ist festgestellt worden, dass es schon reicht, wenn man 17 Sekunden lang mit seiner Aufmerksamkeit bewusst bei etwas ganz Bestimmten ist, was man sich wünscht, dass nach diesen 17 Sekunden das Gehirn schon beginnt, neue Synapsen und Verknüpfungen zu schließen, die dann eine Lebensveränderung nach sich ziehen. Womit auch hier mal wieder wissenschaftlich bewiesen wäre, dass die uralten Weisen recht hatten. Aufmerksamkeit ist Schöpferkraft. Sie erschafft durch das Beobachten, entweder bewusst oder unbewusst, Verdichtung. Verdichtung im Quantenfeld, wie es die Quantenphysiker sagen. Wusste schon Einstein vor fast 100 Jahren, der ja gesagt hat, alles ist Leere und jede Form ist nur verdichtete Leere, also alles, was es gibt. Und verdichtet wird das eben durch die Aufmerksamkeit. Besser durch die fokussierte und gelenkte Aufmerksamkeit. Jetzt nochmal die vier einfachen Schritte in der Zusammenfassung. Also zuerst bewusst Stopp sagen, eine Unterbrechung im Alltag erschaffen. Sich dann die Frage stellen, wo, bei was ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade eigentlich? Völlig neutral und ohne zu beurteilen. Einfach beobachten. Dann stelle ich mir die Frage, wo könnte meine Aufmerksamkeit jetzt überall sein, wenn ich das mal ganz bewusst mache und sie lenke? Und dann stelle ich mir die dritte Frage, wo hätte ich jetzt meine Aufmerksamkeit viel lieber? Bei irgendetwas Schönem von mir, wo ich mir wünsche, dass es mehr werden soll in meinem Leben,
dass da meine Energie hinfließt. Diese vier Schritte für diesen Prozess sind im Grunde total einfach. Ich kann diesen Prozess ganz praktisch und leicht einüben, so lange bis daraus ein unbewusster Prozess geworden ist, und dann läuft das ganz, ganz schnell ab, innerhalb von Sekunden. Und obwohl dieses ganze kleine praktische Training zur Steigerung der Bewusstheit total einfach ist, hat das natürlich dann enorme Auswirkungen auf mein Leben. Oder wie es im Huna, dem Schamanismus aus Hawaii heißt, auf den Lebensgarten, wo ich die darin enthaltenen Pflanzen eben mit meiner Aufmerksamkeit dünge, ihnen Lebenskraft gebe, damit sie wachsen und mehr werden. Oder, wie auch Buddha es gesagt hat, dorthin, wohin deine Aufmerksamkeit fließt, dorthin fließt auch deine Lebensenergie. Und das wird mehr in deinem Leben. Und deshalb hat es natürlich sicher große, große Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, wenn wir wieder lernen, unsere Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Oder dem Beispiel mit dem Garten zu sagen, den Feuerwehrschlauch wieder selbst in die Hand nehmen und entscheiden, welche Pflanzen wir gießen wollen, welche Blumen in unserem Garten mehr werden sollen, damit unser Garten, unser Lebensgarten immer schöner wird, so wie wir es uns auch wünschen. Und je mehr es uns wieder gelingt, unsere Aufmerksamkeit bewusst zu lenken, umso schöner, heller, weiter und angenehmer wird unser Leben. Nur dadurch, dass wir wieder in Berührung zu unserer Aufmerksamkeit gekommen sind und diese jetzt wieder bewusst lenken. Und wir kommen dadurch nach und nach immer wieder mehr in den Flow mit dem, was wir uns auch für unser Leben wünschen. Je öfter und bewusster wir unsere Aufmerksamkeit dahin geben und damit unsere Lebensenergie auf das Gewünschte lenken. Anstatt wie bisher, meist völlig unbewusst, auf Sachen, die wir gar nicht in unserem Leben haben wollen, denen wir aber unbewusst durch unsere Aufmerksamkeit Energie zufließen lassen. Dieses einfache und praktische Training zu mehr Bewusstheit, also die Aufmerksamkeit wieder bewusst zu lenken, ist auch super geeignet in Kombination mit der Technik zur bewussten Entwicklung von multidimensionalen energetischen Affirmationen, weil ich ja meine Aufmerksamkeit dadurch dann immer wieder auf diese Affirmation lenken kann. Dazu habe ich eine kleine, auch ganz praktische Videoreihe gemacht, wie man solche multidimensionalen energetischen Affirmationen entwickelt, die eben super in Kombination hierzu passen. Kann ich nur als Ergänzung empfehlen, denn dann wird ja noch viel, viel klarer, warum diese Übung hier so wirkungsvoll ist. Warum die von einer ganz, ganz tiefen Ebene auf unser Leben wirkt, die alles beeinflusst, was wir aber in der Regel nicht bemerken. Nun wünsche ich dir viel Erfolg bei diesem praktischen Bewusstseinstraining, damit du wieder selbst die Lenkung deiner Aufmerksamkeit übernimmst, selbst entscheidest, welche Blumen du in deinem Lebensgarten gießen und zum Wachsen bringen willst. Ich würde mich freuen, wenn du auch in meinen anderen Videos zum Thema Bewusstheit, Bewusstsein und Aufmerksamkeit reinschaust und wünsche dir auch da viel praktischen Nutzen. Denn der Wert liegt ja immer im praktischen Nutzen, nicht in der Theorie, davon gibt's genug.